Hallo einen und wunderschönen, oh, ja, jetzt, Kollisionskurs. Egal. Wir spielen No Man's Sky zusammen. Ja. No Man's Sky Next. Schicki, ja. Ich komme. Ich musste mich retten. Wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde nach einem Planeten gesucht, den wir gemeinsam starten können, aber hat nicht geklappt. Deswegen bin ich einer Welt von Firefox beigetreten. Genau, ich kann nämlich schon fliegen und er nicht. Und ich bin jungfräulich, genau. So, er ist gerade unter Tage, glaube ich, ne? Müsstest du mal sein? Ja. Ich hoffe mal, das klappt. Und ich bringe die Ressourcen. Ich habe die Ressourcen mitgebracht. Wo ist er denn jetzt? Da irgendwo. Ich muss mal gucken, ob der Sound nicht ein bisschen laut ist. Warte mal. Warte mal, Chiki. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich bin schon ein bisschen vorbereitet. Komm mal in meine Richtung. Wo bist denn du? Da ist er. Hier ist er. Oh, hi. Cool. ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts, aber ich musste Ressourcen abbauen. Wie kann ich Dinge dir geben? Warte mal kurz. Man muss doch irgendwie Dinge geben können. Ja. Ich muss mal eben auch die Perspektive wechseln, das nervt mich gerade. Oder ist das hier doch mal Fahrzeuge? Die Listen willst du bestimmt nicht sehen. Guck mal hier. Da. Guck mal hier. Was hast du gemacht? Dir eigentlich Sachen geben. Aber irgendwie kann ich dir keine Sachen geben. Ich hab mal meinen Scanner repariert, ne? Das ist gut. Weil ich hätte dir jetzt Ressourcen gegeben, aber ich kann dir keine Ressourcen geben. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich habe jetzt, glaube ich, gleich die Mission, mein Raumschiff zu suchen. Ja, genau. Raumschiff-Signal. Oh, da hinten ist Natrium. Eine natriumreiche Pflanze. Ich muss mal eben mein Raumschiff finden. Ja. Das Problem ist, ich kann dir kein Natrium geben. Also, wie gesagt, der Shiki ist noch relativ niedriglevelig. Ich habe so zu dem Zeitpunkt knappe 10 Spielstunden mit dieser Welt hier hinter mir. Ich habe die Steam-Version halt noch nicht gestartet. Also ich bin. Ja, ich weiß gar nicht, ob man dann das Safe-Game vom GOG irgendwie mit übertragen kann. Ich weiß es nicht. Gibt es hier unten, ich guck mal eben, ob es hier Natrium gibt, dann würde ich das hier, nämlich. Hier ist Natrium. Hier ist eine natriumreiche Pflanze, mein Freund. Ich komme. Ich sehe es, ich habe meinen Scanner benutzt. Mhm. Oh. Dann hättest du zumindest dafür Natrium. Denn wir sind. Ach, da ist auch mein Raumschiff. Okay. Ja, wo steht denn dein Raumschiff? Da hinten, in die Richtung, wo ich laufe. Ach so. Weil wir haben vorher Dreiviertelstunde probiert, mehrfach eine neue Welt zu starten, damit wir gemeinsam starten. Aber wir haben immer irgendwas wie den hier gekriegt, was Toxisches oder was Heißes oder was zu Kaltes, aber nie eine richtige. Oh, warte mal. Was braucht der? Chromatisches Teil, das hast du immer nicht. So. Was brauchte man nochmal für Leben? Da brauchte man Kohlenstoff. Nee, Sauerstoff. Sauerstoff brauchst du. Wo gibt's denn hier Sauerstoff? Sauerstoff gibt's Kohlenstoff? Ausreichend. Ich sehe keinen. Manchmal sitzt Pflanzen. Ist, glaube ich, rot ist Sauerstoff. Naja, rot ist Kohlenstoff. Warte mal. Da ist Sauerstoff. Alles gut. Ja, es hat sich jedenfalls eine Menge geändert zu dem Zeitpunkt, wo wir es mal gespielt haben. Absolut. Also da hat sich einiges geändert. Die ganzen Ressourcen auch. Genau, nicht dass nur den Multiplayer, die Sachen haben sich natürlich auch geändert, ne? Die gab es vorher nicht. Aber die Ressourcen haben meines Erachtens neue Namen und was da noch? Irgendwas war noch. Man kann Frachter jetzt haben. Also das Update kam ja, glaube ich, schon mit Atlas Rises, ne? Okay, das weiß ich nicht. Ich habe ja Atlas Rises gar nicht mehr gespielt. Jedenfalls nicht in der Form. So, nochmal ein bisschen Ferrit mitnehmen. Oh, Waffenladung aufgebraucht. Ferrit ist ganz wichtig. Eine der Grundbasiskomponenten. Ach, ich brauche Kohlenstoff. Der Kohlenstoff sind ja Pflanzen. Jede Pflanze. So. Bist du eigentlich hier auf dem Weg? Läufst du mir hinterher oder so? München, ja. Ich sehe dich ja da hinten laufen und gehen. Ich nehme bloß die Sachen mit, die du hier übersiehst irgendwie. Ich will mal eben zum Raumschiff, deswegen. Ach so.
So, ich hab auch schon zwei Frachter. Aber leider ist einer kaputt und verbuggt, wie es scheint. Denn, jetzt ist der Schick da. Denn der ist angeblich beschädigt durch eine Mission, auf die ich den Frachter geschickt habe. Und wenn ich dann lande und den manuell reparieren will, dann gibt er mir auch die Quest dazu, zeigt mir aber kein Questziel an, also kein Marker. Okay, ich mach mal eben hier Story. Ja, mach mal Story, ja, ist schon nicht viel. Startschubdüsen, bla bla bla. Jetzt wäre es interessant gewesen, ob ich das Raumschiff auch hätte nehmen können. Ich repariere mal eben. Was brauche ich denn? Impulsantrieb. Ich brauche hermetisches Siegel und Metallplatten. Also Metallplatten brauche ich natürlich erstmal. Also ich könnte es... Nee, Raumschiff von Chikiboyen steht hier. Metallplatten... Wenn man jetzt noch rausfindet, wie ich dir was geben kann. Kann ich schon mit einer Metallplatte herstellen? Jupp. Alles klar. Wieder rein. Zack. Ist natürlich doof. So, jetzt muss ich mal eben diese Quest machen mit den hermetischen Siegel da. Und hier ist auch die nächste Quest, ne, mit dem Notrufsiegel hier. Mit dem Notrufsignal. Ich mache erstmal Unterstützung anfordern. Ja, das müsste die ja sein mit dem hermetischen Siegel, weil ich muss ja das Notrufsignallager da besuchen. Okay, finde ein hermetisches Siegel, durchsuche das Notrufsignallager. Alles klar. Ach, der sitzt da im Auto, okay. So, guck mal, da muss ich jetzt hier vorne hin, muss ich einmal den Dings genau. Hier aktivieren. Ja, mal gucken, ob der mit rauskommt, ob ich den sehe. Siehst du ihn? Nö, der dreht sich bei mir immer noch. Achso, bei mir ist er draußen. Diagnose, das keine heißt, Verbindung. Ich könnte ihn auch benutzen. Nee, Objekt ist in Gebrauch. Aha. Übertragung, ich mache mal eben die Reisenden-Anomalie, denn wer ein bisschen die Story kennt, das ist natürlich hier ein... Oder soll man das spoilern? Ach, wir lassen es einfach. Es ist ein Spiel mit Bezug insofern, dass wir nicht wissen, wer wir sind und warum wir sind und herausfinden müssen, was wir sind. Das kann man so gut zusammenfassen. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Navigationsdaten mitgenommen. Ich kriege, glaube ich, auch die gleiche. Diagnose, keine Verbindung, Übertragung. Vielleicht kriege ich ja auch das gleiche Ding. Warte mal, Reiseanomalie, Position verzeichnet, Anomalie. Baue einen Signalbooster. Wie ging das nochmal? Z-Taste drücken. Genau, dann hast du den Signalbooster, wenn du ihn gelernt hast. Da brauchst du eine Metallplatte, einen Kohlenstoff-Nanorohr und 15 Natrium. Okay, was brauche ich denn noch? Kohlenstoff-Nanorohr. Okay. Ja, cool, das stand hier gerade eben. Das sehe ich sogar, wenn du das machst. Ich habe aber nicht genug Kohlenstoff. Okay, das ändere ich mal eben. Warte mal. Ich kann eine Sache machen. Warum kann ich das hier nicht? Ach so. Nee, ich will es ja nicht zur Basis machen. Trotzdem würde ich gerne wissen, wie ich dir Krams übertragen kann. Oh ja, das wäre sehr interessant. Ne? Vielleicht muss ich erst diese Quest hier machen, damit das geht. Tja, gute Frage. Ich mach mal eben Signalbooster. Ja. Super, da ist er. Ich drück mal auf E. Den kann ich sogar nehmen? Cool. Hör auf! Finger weg! Warte mal, aber habe ich vielleicht noch irgendwelche... Nee, habe ich nicht. Ich habe Technologiemodule, da wollte ich noch was bauen. Das weiß ich, aber ich weiß nicht... Notfrequenzen scannen. Also ich mache das gerade ein bisschen im Schnelldurchlauf, einfach weil... das ist halt die Einführung, ne? Also wie die ganzen Mechaniken funktionieren, erlernt man halt jetzt in diesem Moment. So. Und da hinten müssen wir hin. Ich pack den aber noch mal eben ein. Warte. Warum? Was? Ist meiner. Fingers weg. Frachter, deswegen komme ich da nicht ran. Da habe ich Navigationsdaten und komme nicht ran. Ich soll die Taschenlampe einschalten. Nö, mach sie wieder aus. So. Wo auch immer die Taschen. Siehst du, wo deine Taschenlampe rauskommt? Nö. Hast du die Taschenlampe an? Warte mal, mach mal an. Hast du an? Krass. Hast du ich geh mal. Cool, wa? Ja. Ich brauche noch ein bisschen mehr Sauerstoff. Da ist Sauerstoff. Oh, das ist eine deuteriumreiche Pflanze. Da gehe ich mal schnell hin. Die brauche ich nämlich. Deuterium ist ganz wichtig. Was ist das da hinten? Ah, Deuterium. Das nehme ich mal mit.
Hui. Hammer. Ach, du jetzt, bist jetzt Hammer. So. Wo ist er denn jetzt schon, ne? Was ist das hier? Kohlenstoff. Ich sehe dich nicht mehr auf der Karte. Echt nicht? Da. Oh, dass ich an mich vorbeigeschlitten war. Wo bist du denn? Oh, shit. Giftiger Regensturm nähert sich. Da hinten ist gelbe Pflanze. Jo, ich sehe es. Ich renne schon hin. Ist eh die Richtung, wo ich hin muss. Oh, nee, doch nicht. Aber egal, ich renne trotzdem hin. Siehst du das Licht da hinten? Achso, das ist der Planet, ne? Der Ringplanet. Ja. Hier ist auch C+. Ja, kann Kohlenstoff. Achso, doch, den kann ich... Verdichteter Kohlenstoff. Ach, ich renne jetzt... hier ist eine... Ich verziehe mich mal eben hier in dieser Höhle. Kommst du mit? Warte, ich komme gleich. Ich nehme bewusst die Wasserstoff hier mit. Oh oh. Ich habe Mist gebaut. Warum? Bist runtergefallen, kommst allein nicht mehr hoch? Nee, hier ist ganz toxisch. Der Eingang ist sehr toxisch, weil das ist eine blöde Pflanze. Ach, hier diese komischen Knubbelpflanzen. Ach. Wenn ich jetzt wüsste, wo du bist. Ich schieß mal. Siehst du das? Ja, ich komme gerade. Hi. Aua, Toxine in der Nähe. Wow, 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 wow. Ich bin gleich tot. Ich hab jetzt schnell mal... Boah, da ist irgendwas... Was hast du da für Knubbel übersehen? Boah, das sind ja ganz viele Knubbel. Verdammt, ich muss weg. Waffenladung ist auch noch aufgebraucht. Da gibt es wenigstens Sauerstoff. Jo. Mann. Ja. Also es läuft eigentlich ganz gut, muss man sagen, im Multiplayer. Also bis jetzt ja. Wir wissen aber noch nicht, wie es dann weiter oder später aussieht und was man alles gemeinsam machen kann und was nicht. Also bis jetzt kann ich deine Quests, gut, weil ich sie wahrscheinlich schon gemacht habe, mehr oder weniger nicht machen. Guck mal hier. Und was auch krass ist, ich komme hier nicht weiter. Das ist die maximale Tiefe. Guck mal hier. Oh, ja. Geil. Aber warum kann ich nicht mit dir handeln? Also ich denke, ich würde jetzt mal sagen, das geht nicht, weil wir, weil ich nicht auf deinem, weil ich diese, das Tutorial noch nicht durch habe, oder? Ich weiß gar nicht, was ich gegen, warte mal, ich mach mal hier. Und ich habe ja auch noch nicht hier das Analysevisier habe ich ja auch noch nicht. Das muss ich auch noch installieren. Ja. Was brauche ich denn dafür? Kohlenstoff-Nanorohr. Komm, das mache ich mal eben. Nee, ja. Ich brauche nur ein Kohlenstoff-Nanorohr. Okay. Das baue ich mal eben. Multi-Werkzeug und dann E drücken und dann hier drücken. Alles klar. Kann ich jetzt mit dir handeln? Ja, aber nicht damit. Firefox hat ein Mineral entdeckt und ein Wiki steht auch da. So, ich muss in eine andere Richtung. Ich muss da hinten hin. Wo ist da hinten? Wo bist du? Hier hinter dir. Ich muss da in die Richtung. Okay. Da drin, halb in die Richtung muss ich nicht. Nehmen. Oh geil, da ist wieder ein Natrium. Und O2. Sauerstoffreiche Pflanze. Ja, nehmen wir den hier. Wenn wir da. Und da hinten ist Kobalt. Ja, da gehe ich gerade hin. Kobalt mitnehmen. Aber einen schönen Ring hat dieser Planet hier, ja. Ist echt schön. So. I like. Ja, mal schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Vor allem storymäßig bin ich sehr daran interessiert. Und wäre ja, cool, wenn man das zusammen erleben könnte. Ja, man muss aber dazu sagen, dieses Spiel hat auch sehr starke Schattenseiten die letzten Tage verursacht. Sehr, sehr, sehr große. Welche Schattenseiten meinst du jetzt? Na, die GOG-Version zum Beispiel. Ja, na klar. Also
Das war also. Also GOG-Version, nur um das mal kurz zu sagen, hat zum einen sehr lange gedauert, bis es veröffentlicht wurde, und dann gab es keine Kommunikation darüber, ob jetzt der Multiplayer-Modus enthalten ist oder nicht, weil man hat schon im Vorfeld vermutet, vielleicht könnte der nicht Teil sein der finalen Version. Und so war es dann auch, der Multiplayer-Modus ist nicht Teil der GOG-Version. Also Hello Games sagt, im Laufe des Jahres könnte eine Veröffentlichung stattfinden. Sie versuchen es zumindest. Sie sind ein kleines Team, sagen sie, und sie können, haben halt Probleme damit. Aber sie sind ein kleines Team und schaffen es trotzdem noch, die Xbox-Version fertigzustellen. Genau, also das hat alles geklappt. Ich stelle mich mal hier eben unter, während ich erzähle, und dann können wir auch gleich einen Break machen, bevor ich da reingehe. Ja. Und letztendlich hat dann GOG gesagt, okay, wir bieten aus unserer Tasche, auf unsere Kosten, bieten wir euch einen Refund an. Also alle, die das Spiel gekauft haben, nicht nur innerhalb von 30 Tagen, sondern alle, die No Man's Sky gekauft haben auf GOG, haben die Möglichkeit gehabt, sich das Geld erstatten zu lassen. Ich habe es dann doch nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich möchte nicht GOG dafür bestrafen. Und deswegen habe ich es nicht gemacht und habe die Version auch noch. Es ist halt nur Singleplayer. Und das fand ich das war richtig scheiße. Also das auch vorher nicht zu sagen, hör mal Leute, wir kriegen das jetzt nicht zum Release hin. Ihr kriegt den Singleplayer-Part, Multiplayer dauert vielleicht noch ein bisschen. Das fand ich auch einen richtigen Kack-Move. Also absolut. Definitiv Kack-Move. Apropos Kack-Move, ich habe gerade ein Problem. Inwiefern? Gehst du bitte in eines der Häuser rein? Ich gehe mal, ja. Gehst du bitte sofort? Ich gehe sofort. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es einfach. Guck einfach hinter meinen Rücken. Ich sehe das nicht. Ich guck mal aus dem Fenster, vielleicht sehe ich dich, ja? Oh ja, da ist ein Wächter. Wie cool, die Wächter sehe ich. Komm rein, Schatz. Nicht nur einer, da sind drei. Okay, ich mache mal hier Story, Holo-Archiv mal eben. Was kriege ich hier nochmal? Achso, Archivzugriff. Bla bla bla. Ich habe jetzt rausgefunden, wie ich dir Gegenstände geben kann. Warte, ich mache mal eben Vorräte bergen. Hermetisches Siegel. Jetzt auch für mich weg. Okay. So, wie geht das denn bitte? Also, ich gehe in meinen Exo-Anzug. Ich glaube, das geht auch im Raumschiff, wenn ich so dicht dran wäre mit dem Raumschiff. Und sage zum Beispiel, was würdest du denn jetzt gebrauchen wollen? Natrium wahrscheinlich, ne? Ich habe 87 Natrium, aber theoretisch schon. Okay. So, pass auf. Ich hoffe mal, das geht. Ich sage jetzt hier Objekte übertragen zu Shiki Boing. Oh, guck mal. Cool. Kann ich das auch machen? Oh ja, kann ich machen. Cool. Wir müssen bloß dicht genug. Ich verstehe. Genug, Jean-Luc Denuc müssen wir nebeneinander stehen. So, Wächtereinheit ist deaktiviert. Weißt du, ich habe nämlich hier so was ganz Böses gemobst. Okay. Das war ein Gravitino-Ball. Das mögen die gar nicht. Du siehst ziemlich cool aus. Bleib mal hier drin. Wir machen mal kurz einen Break. Und also, wie gesagt, also diese Kontroverse bezüglich der GOG-Version war ein richtiger Kack-Move. Und ich habe es, wie gesagt, trotzdem nicht zurückgegeben. Ich denke mal, du wirst auch nicht getan haben. Nö, ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe die andere Version auch. Ja, ansonsten bis jetzt läuft es ganz cool. Wir machen jetzt dann hier noch das Tutorial von mir fertig. Dann verlassen wir hier diese Welt und fliegen zu den Sternen. Genau, dann sehen wir uns wahrscheinlich in der Folge dann wieder. Also das kann auch ein bisschen dauern. Aber naja, das kriegen wir schon. Die Welt ist ja eigentlich ganz flauschig. Okay. Ja, genau. Na dann, tschüss.